Ja, hallo zusammen. Heute ist der zweite Tag des Silicon Valley Trips mit der Universität St. Gallen noch nicht ganz zu Ende, aber wir sind heute Morgen früh los und gerade wieder rein, den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und heute gab es verschiedene Dinge, die ich spannend fand. Also zum einen haben wir zwei Accelerator oder Coworking Spaces besucht, das HANA Haus, was von Hasso Plattner von SAP initiiert wurde und was als eine offene Plattform fungiert, wo man sich einmieten kann, wo man Einzelplätze buchen kann, wo man sich treffen kann, wo man Büroräume mieten kann, wo Veranstaltungen stattfinden und was SAP zwar betreibt, aber letztendlich unter einem anderen Namen, nämlich eben dem HANA Haus, direkt in Palo Alto situiert ist. Und dann haben wir Plug and Play besucht, das älteste und umtriebigste Accelerator-Konzept, was mittlerweile in verschiedensten Ländern auch exportiert wurde. Und der Gründer, ein ehemaliger Teppichhändler, investiert immer auch in die Startups, die er dann bei sich beheimatet. Und ein riesiges Konzept, wo auf der Welt die Leute rekrutiert werden, um hier in Silicon Valley zu kommen. Beide Häuser zeichnet aus, dass sie eine offene Kultur prägen, dass sie eine Infrastruktur bieten, die zum Arbeiten animiert, dass man aber auch einen Café dort hat, sich treffen kann und dass man dort immer auch Investoren und Partner trifft und das Thema Netzwerken hier besonders relevant ist. Das zeigt, dass Innovationen tatsächlich befruchtet werden muss, dass Leute zusammenarbeiten müssen, dass es dort Raum für geben muss. Und alles, was wir hier erleben, ist geprägt durch eine große Offenheit. Das heißt, man arbeitet teilweise auch in öffentlichen Räumen. Man hat Whiteboards, die andere anschauen können. Und alles wird sehr offen gehandhabt. Und ich habe das Gefühl, das ist einer der Erfolgsfaktoren, dass man eben nicht so sehr stark guckt, wie man sich abgrenzt und wie man sein kleines Kämmerlein baut, sondern wie man sehr offen damit umgeht. Interessant auch, dass ein Unternehmen wie SAP in eine solche Infrastruktur, in ein solches Projekt investiert, weil sie eben merken, dass man dort auch eine andere Form von Inspiration bekommt, auch Dinge praktizieren kann, die man vielleicht in einem solchen IT-Unternehmen nicht direkt praktiziert. Zweite Geschichte, wir waren bei Adobe und wir haben SAP-Präsentationen gehabt. Interessant für mich auch die Erkenntnis, dass selbst diese digitalen IT-Unternehmen vor der Digitalisierung agieren müssen. Das heißt, sie müssen sich aufstellen, sie müssen ihr Geschäftsmodell in Frage stellen. Adobe ist sozusagen vom Boxmover für Softwareprodukte auf dem Weg zu einem digitalen Unternehmen und mittlerweile auch dabei, künstliche Intelligenz in ihre Produkte einzubauen. Ein Unternehmen, das ja quasi hier aus dem Silicon Valley kommt, ist ebenfalls von der Digitalisierung getrieben und muss sich ständig neu erfinden. Auch das ist als Change-Prozess wahrgenommen worden und auch einige Leute bei Adobe haben das Unternehmen verlassen, weil sie mit diesem Wandel nicht mehr zurechtgekommen sind. Und das für ein Unternehmen, das eigentlich den Wandel schon in seiner DNA hat. Und auch SAP ist in einem großen Wandelkonzept begriffen und wandelt sich eben auch mit dem Produkt, mit der Plattform HANA, die ja auch in gewisser Weise ein neues Paradigma für das Unternehmen bedeutet. Aber ich denke, immer wenn man auch SAP auch drauf guckt, sieht man, wie vielfältig die sich auch wandeln. Und ich glaube, Hasso Plattner hat dort mit seinem Investment hier an der Stanford University in das HANA-Haus, gestern habe ich berichtet, in das Designhaus, in die D-School, aber auch mit dem Forschungsinstitut in Potsdam neue Wege eingeschlagen. Und ich glaube, es braucht diese Art von Investitionen und diese Art von Impulsen in ein solches Unternehmen, damit es sich wirklich wieder zeitgemäß aufstellt. Und ich glaube, das kann man von beiden Unternehmen lernen. Dann haben wir heute einiges diskutiert, wie man Innovationen in Unternehmen implementiert und mir sind eigentlich zwei Dinge dabei in Erinnerung geblieben, die ich besonders eklatant finde. Alle Unternehmen im Silicon Valley stellen interessanterweise den Kunden und den Kundennutzen sehr in den Mittelpunkt. Allerdings versuchen sie das nicht durch lange Marktforschung im Vorfeld zu evaluieren und Analysen zu fahren, sondern relativ schnell mit Prototypen und Dingen, die der Kunde erfahren kann, an den Markt zu gehen. Und damit dann Erfahrungen zu sammeln und das Produkt und seine Leistung immer wieder anzupassen und dann entsprechend zu korrigieren. Und ich glaube, dass man das auch für Marketing- und Vertriebsaktivitäten machen kann, ob das jetzt ein Design-Thinking-Prozess ist, den man benutzt,
um beispielsweise ein Marketingkonzept zu konstruieren oder ob man das macht, um wirklich auch Produkte zu entwickeln. Aber die Tatsache, schnell etwas fertig machen, an den Markt gehen, überprüfen, was dort passiert, das wieder in Frage stellen, wieder anpassen und auch scheitern zulassen, das ist hier eine große Ergebnisgeschichte gewesen. Und in dem Zusammenhang vielleicht eine abschließende Bemerkung. Ich habe immer das Gefühl, bei der ganzen Diskussion in der deutschen Startup-Szene glorifiziert man das Scheitern so ein bisschen. Es gibt ja sogar Partys, wo man Scheitern feiert und man dann propagiert, man sollte dann schön scheitern. Das halte ich für falsch. Das war auch so ein bisschen das Ergebnis hier der Präsentation. Markus Schögl hat das auch nochmal betont. Ein Loser bleibt auch in der Startup-Szene ein Loser, aber er hat die Chance, sich wieder hochzuarbeiten und ein neues Projekt zu beginnen. Und das ist wahrscheinlich auch seine Triebfeder, das Ganze anzutreiben und wieder neu zu probieren. Und nicht das Scheitern ist das Feierliche, sondern letztendlich das Wiederaufstehen und aus den Fehlern vor allen Dingen lernen. Soweit mal so ein paar Lessons learned für heute. Ich habe heute Abend noch einen weiteren Vortrag und einige Diskussionen. Da freue ich mich drauf, mehr zu Ergebnissen morgen. Und ich werde auf meinem Facebook-Account bei Professor Dr. Dirk Zupanzis auch wieder das ein oder andere Sketchnote-Chart einstellen. Dann habt ihr da vielleicht noch ein paar Inspirationen, was heute noch so im Detail diskutiert wurde. Also bis dann. Tschüss.